Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2021, der Danny spielt das. Wir stehen hier kurz vor Karlsruher Hauptbahnhof und dies ist der dritte Teil aus dem Viererpaket von Fair System Sound Design. Wir sind ja beim letzten Mal in Augsburg stehen geblieben. Fahrdienstleitung Mannheim hier, Schmitz. Guten Morgen, Kollege. Sie dürfen die Fahrt in Kürze fortsetzen. Wir müssen noch den nächsten Regionalexpress durchlassen, sonst bekommen wir noch weitere Verspätungen. Ich schätze 3 bis 4 Minuten, dann geht es weiter. Ansonsten melde ich mich nochmal. Wiederhören. Und nun stehen wir hier in kurz vor Karlsruhe, müssen gleich in Karlsruhe noch unsere Lok umsetzen. Und ich habe das gerade schon mal versucht, da allerdings hatte ich einen Hänger bei der Ausfahrt in Karlsruhe. Ich bekam keinen Abfahrtsbefehl. Deswegen ist dies jetzt mein neuer Versuch und ich hoffe, es wird gleich funktionieren. Ich habe allerdings gerade auch einen kleinen Fehler gemacht, sage ich dazu. Ich habe nämlich sofort die Türen geöffnet in Karlsruhe und das werde ich diesmal nicht tun, sondern ich werde erst die Lok umsetzen und wieder ankuppeln und dann werde ich die Türen öffnen. Vielleicht hat es daran gelegen. Wollen wir mal schauen? Auf jeden Fall haben wir jetzt gleich Ausfahrt. Wir müssen, wie gesagt, noch einen Regionalexpress durchlassen und dann haben wir unsere Ausfahrt Richtung Karlsruher Hauptbahnhof, wo wir dann unsere schöne 103 umsetzen werden. Das heißt, von dem einen Zugende zum anderen Zugende, da dieser Zug keinen Steuerwagen besitzt, ist das leider notwendig. Meine Damen und Herren, auf Gleis 5, das ist dann so unser Aufgabengebiet gleich. Von Stuttgart, ich lasse euch da mal ganz kurz alleine und bin sofort wieder bei euch. Bis gleich. Abfahrt ursprünglich 9.47 Uhr. Nächster Halt Ihres Zuges ist Karlsruhe Hauptbahnhof. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Achtung, am Gleis 2, ein Zug fährt durch. Bitte Vorsicht am Bahnsteig. Ich wiederhole, am Gleis 2, ein Zug fährt durch. Bitte Vorsicht am Bahnsteig. So, da fährt der Regionalexpress. Das heißt, wir haben dann auch gleich Ausfahrt. Lösen schon mal die Bremsen. Dann kann es gleich losgehen.
müsste jetzt gleich soweit sein. Na also, es geht doch los. Dann wollen wir mal. Und wie gehabt, stufenweise aufschalten. Immer schön das Klacken abwarten. Und dann in die nächste Stufe schalten. Weil wenn ihr das einfach zu schnell macht, fliegt euch der Hauptschalter um die Ohren und ihr könnt die ganze Lok neu starten, neu aufrüsten. Und das kann unter Umständen auch die Lok kaputt machen. Von daher immer schön Stück für Stück, Stufe für Stufe. Der Fahrmotorlüfter meldet sich auch ab 38 km/h. Wunderschön. So muss das sein. So, da sind wir dann auch gleich in Karlsruhe, wo wir dann unsere Lok umsetzen müssen. Meine Damen und Herren, wir erreichen jetzt den Bahnhof Karlsruhe. Dort werden wir die Fahrtrichtung wechseln und die Lok umsetzen. Sie haben hier die Gelegenheit, dies zu filmen oder zu fotografieren. Unser Halt wird ca. 6 Minuten lang sein. Ladies and gentlemen, we will now arrive at Karlsruhe. We will change the direction of our travel and the engine will change ends of our train. If you like to, you may take pictures or videos during our stop, which will be approximately 6 minutes long. Ja, 6 Minuten Aufenthalt in Karlsruher Hauptbahnhof, um das ganze Spektakel der Lok zu filmen. Ich denke mal, da werden sich einige Trainspotter ganz sicher sich das ganz sicher nicht nehmen lassen. Wir werden ja mal geschmeidig in die Bremse gehen. Ich würde sagen, das war ein wenig knapp, aber besser knapp als vorbei. So, dann warten wir mal ab, warum, weshalb wir hier stoppen müssen. Ich weiß es natürlich, weil ich es ja gerade schon mal probiert habe, beziehungsweise gefahren habe. Und zwar müssen wir einen Zug abwarten, der sich gleich auf den Weg macht und uns entgegenkommt.
deswegen müssen wir hier stoppen. Also alles gut. Da kommt auch schon der Zug ICE 1. Und, lösen wir schon mal die Bremsen. Auf geht's! Fünfzig Höchstgeschwindigkeit, daran wollen wir uns natürlich halten. So, da müsste auch gleich 40 kommen. Da steht jede Menge Silberlinge. Wunderschön. Schaut euch das an. N-Wagen Silberlinge, was das Herz begehrt.
So. Dann hoffen wir mal, dass es diesmal funktioniert. So, dann abkuppeln. Wir öffnen nicht die Türen. Und vor allem speichern wir erstmal ab. So, jetzt muss ich nochmal da drauf, warum auch immer. Egal. So. Geht's. So. Gleich ist eh Schluss bei 20. Das heißt, wir brauchen hier gar nicht so weit aufschalten. So, wir fahren natürlich richtig drauf aufs Gleis, nicht nur so halb. Ah, ich glaube, das reicht. So. Auf geht's.
So, da müssen wir gleich an unseren Zug ankuppeln. Das hat vorhin wunderbar funktioniert. Und wie gesagt, die Ausfahrt war leider, ja. Aber ich denke mal, das hatte mit den Türen zu tun. Gehe ich mal stark von aus. So, geht's jetzt los. Auf zu unserem Zug. Wollen dann natürlich nicht zu schnell dran rammen. Das kommt nicht gut. Zack. So, jetzt können wir umschalten und jetzt dürfen wir die Türen öffnen. So, dann bin ich mal gespannt, ob Text funktioniert. So, Panto umsetzen. Das heißt, so. Die planmäßige Ankunft 10.35 Uhr auf Gleis C.A. wird wegen Verspätung aus vorheriger Fahrt voraussichtlich 15 Minuten später eintreffen. Wir bitten um Entschuldigung. Also, funktioniert doch. Panto noch eben und Hauptschalter an. Dann dürfte es funktionieren. Türen können wir währenddessen schon mal schließen. So. Wunderbar. Kann die Fahrt losgehen. Das war vorhin mein Fehler. Meine Damen und Herren, an Gleis 13. Der Transit Driver Sonderzug TE Rheingold steht zur Abfahrt bereit.
Dieser Zug verkehrt noch haben wir rot. Wollen wir halt ein bisschen vorziehen. Bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen bei der Abfahrt des Zuges. Bis wir dann gleich grün haben. Das heißt, Sie brauchen gar nicht weiter. Muss aufschalten. Haben wir rot. Das heißt, wir werden auf jeden Fall jetzt bis zum Hauptsignal vorziehen. Dort stehen bleiben. Wobei hier grün ist, also schauen einfach mal. Ah, wir fahren einfach mal. Mal schauen, was passiert. Hier ist ja grün. Also es scheint doch alles gut zu gehen bis jetzt. Von daher war das vielleicht nur ein Bug.
So, damit geht's auf nach Mannheim, Karlsruhe. Mannheim Hauptbahnhof, Entschuldigung. Ankunft circa 10.51 Uhr. Wir begrüßen die hier in Karlsruhe zugestiegenen Fahrgäste im historischen TEE Rheingold zu der Trains and Drivers Sonderfahrt nach Köln. Wir werden in Mannheim, Koblenz und Bonn halten. Ungefähre Ankunft in Köln ist aufgrund einer unerwarteten Verspätung auf der Fahrt von Augsburg nach Karlsruhe 14 Uhr. Das Mittagsbuffet wird ab 12 Uhr während unseres Haltes in Koblenz serviert. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ladies and gentlemen, we welcome you on board this historic TEE Rheingold to the Trains and Drivers Rail Tour to Cologne. We will stop at Mannheim, Koblenz and Bonn. The estimated time of arrival in Cologne will be 2 p.m. Lunch will be served during our stop at Koblenz, which will be at 12 a.m. Thanks for your attention. Ja, hab's gehört. Endstation dieses Zuges ist der Kölner Hauptbahnhof. Die Fahrt von Koblenz nach Köln werden wir allerdings erst, oder werde ich erst im vierten Teil präsentieren, beziehungsweise im vierten Video. Wir fahren heute von Karlsruhe nach Mannheim. Und, ja, ich bin froh, dass es jetzt funktioniert hat, muss ich ehrlich sagen. So, dann schauen wir mal. Und ihr könnt mir natürlich wie gehabt in die Kommentare schreiben, ob euch dieses Szenario gefällt, ob euch das ganze Paket gefällt. Das würde mich natürlich freuen. Und ja. So, wer sich jetzt von euch wundert, warum ich keine 200 fahre, das liegt daran, dass ich trotzdem pünktlich kommen werde, sogar wenn ich nur 160 fahren würde. Und wenn ich voll 200 fahren würde, habe ich vor Mannheim einen längeren Aufenthalt vor einem roten Signal. Und um dem zu entgehen, werde ich ja ein bisschen unter dem Tempo bleiben, also unter der Höchstgeschwindigkeit, um da einfach die Wartezeit rauszunehmen. Weil man muss nicht immer voll ausfahren, wenn man auch so pünktlich kommt.
So ein wunderschöner Zug. Kann man gar nicht oft genug sagen, finde ich. ICE. Gibt es hier eigentlich Instrumentenlicht und so? Führerstandslicht? Würde mich jetzt mal widmen. Das sieht ja schon viel besser aus. Also ich persönlich bin noch nie mit dem TC Rheingold gefahren. Es war mir auch noch nicht vergönnt, von einer 103 gezogen oder geschoben worden zu sein. Falls ihr da Erfahrung habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Würde mich interessieren, ob ihr schon mal in einem Rheingold gesessen seid und ja, wie ist das da so? Es würde mich echt interessieren, mal da Infos zu bekommen. Also wer da Erfahrung hat, gerne in die Kommentare damit. Scheut euch nicht, da eure Erfahrungen, eure Storys reinzupacken. Da hatte ich jetzt mal einen kurzen Moment, einen Schreckmoment. Da war doch gerade gelb. Aber es ist anscheinend umgesprungen. Gott sei Dank. Solche Mehrteilerpakete ja sowieso am besten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Fährsystem ist für mich immer noch das Beste, weil
realistisch. Vom Fahrgefühl, vom Sound her, von der Bahnhofsatmosphäre und. Also sehr zu empfehlen, muss ich wirklich sagen. So, dann fahren wir gleich durch den Tunnel. Das ist 280 angesagt, aber das werden wir natürlich niemals erreichen. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. So, aktuell befinden wir uns auf der Schnellfahrstrecke Hockenheim bzw. Karlsruhe-Mannheim. Eine schöne ICE-Strecke, muss ich sagen. Also hier mit dem ICE 1 zu fahren oder mit dem ICE 4 oder ICE 3. Hier schön mit 280 lang zu pacen, also das muss bestimmt Spaß machen. Vorstellen. Auch in der Realität muss das echt fun sein, also hier mit 280 als Passagier lang zu fahren. Und natürlich auch im IC1 muss das natürlich auch Spaß machen. Wobei mir diese Fahrt natürlich noch fehlt, also ich möchte gerne mal mit dem IC fahren. Also das ist das, was mir noch in meiner Sammlung fehlt und das werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Ist ja klar. Vielleicht könnt ihr mir auch gute Spotterplätze verraten. Gute Bahnhöfe, wo man gut spotten kann. Also ich war bis jetzt in Essen Hauptbahnhof und in Köln Hauptbahnhof. Und ja, ich möchte auf jeden Fall nochmal eine Tour machen. Und falls ihr mir da irgendwelche Empfehlungen geben könnt, gerne in die Kommentare damit. Würde mich sehr interessieren. Also haut raus. So, 25 Kilometer noch. Wunderschön. Ich glaube, das wird mein neues Thumbnail. Wunderschön getroffen.
haben wir gleich auch schon Hockenheim erreicht. Hockenheim Nord, Schnellfahrstrecke nach Mannheim. Auch SFS genannt. Ich bin gespannt, ob wir durch den Katzenbeck-Tunnel fahren werden. Das würde mich jetzt interessieren. Oder ist der nur bei Freiburg-Basel? Kann auch sein, dass ich jetzt komplett falsch bin. Verbessert mich bitte. Was mich auch interessieren würde, hat die Daniela Katzenberger zufällig was mit dem Namen des Tunnels zu tun, aber wahrscheinlich nicht, weil er heißt ja Katzenberg und sie heißt Katzenberger. Also gehe ich mal nicht davon aus. Vorankündigung 250. Ich glaube, dem können wir entlassen entgegenfahren. So, auf geht's in den Tunnel und dann sind es gleich nur noch 10 Kilometer. Da wollen wir mal ein bisschen abschalten.
Auch das ist wichtig, dass man vor dem Bremsen erst die Stufen komplett abschaltet. Habe ich gelesen. Das ist ganz wichtig. So. So hochschalten, weil wir mit Sicherheit gleich noch Geschwindigkeitsbeschränkung bekommen werden. Von daher. Ich bin ein wenig erkältet heute. Deswegen schalte ich öfter das Mikro ab, weil mein Gekeucher müsst ihr nicht unbedingt mitbekommen. So, es wird wieder Licht. So, dann wollen wir mal komplett abschalten, weil da konnten wir schon... Meine Damen und Herren, wir erreichen jetzt den Bahnhof Mannheim. Ladies and gentlemen, we are now arriving at Mannheim. Ja, das hätte er nicht besser sagen können. Kurz und knapp. Nehmen wir jetzt auch mal ein wenig Bremsen hier. Schön geschmeidig. Wunderschön, wunderschön. Man kann es nicht. Es ist einfach wunderschön. So eine wunderschöne Lok. Schade, dass sie kaum noch fährt. Wirklich, also. Ja, einfach nur traumhaft. Schon mal langsam unter 50. Schaut euch das an.
So, wir werden auf Gleis 5 einfahren. Pünktlich, wie sich's gehört, würde ich sagen. Schön geschmeidig und sanft bremsen, so muss das sein. Perfekt. Wunderschön. So, wir öffnen die Türen. Und spring mal nach draußen. Damit wäre dieser dritte Teil auch erledigt. Und unser zweiter Zwischenhalt im Mannheim Hauptbahnhof wurde pünktlich erreicht. Ohne Zwischenfall, ohne Störung, was mich wiederum sehr freut. Wir sehen uns dann wieder kommende Woche zum vierten und letzten Teil unserer kleinen Sonderzugreise quer durch Deutschland. Angefangen im schönen Süden, im schönen Bayern, beenden wir unsere Fahrt dann nächste Woche in Nordrhein-Westfalen, genau gesagt Kölner Hauptbahnhof. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, macht wie immer gar nichts. Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Habt eine schöne Woche. Für alle, die Ferien haben, noch schöne Ferien. Schönen Urlaub, falls ihr wegfahrt. Ansonsten bleibt gesund. Haltet die Ohren steif. Wir sehen uns wieder nächste Woche zu der letzten Fahrt von Koblenz nach Köln. Und ja, ihr seht es ja da auch. Fortsetzung in Szenario 4 auf der Strecke Köln-Koblenz. Von mir soll es das bis jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Passt auf euch auf. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Tschüss. Ciao.